Ja, hallo, zusammen ist der Flux Kommandator 70 mit einem weiteren Guest Replay. Und hier haben wir den Alma Kohn aus dem Clan Fierce, der Kumpel und Clankamerad von Ted Gein is back. Und das Dreier-Platoon fährt auch dieselben Fahrzeuge oder spielt dieselben Fahrzeuge. Er ist hier unterwegs mit den EBA 75 FL10. Zwei Gunmax drauf, im Süden gestartet, reines Achtergefecht. Vier Heavys, vier mittlere Panzer, vier TDs, zwei Lights, eine Arti. So, hier hat er schon mal eine Menge aufgeklärt und muss schnell wegdüsen mit seinen 80 km/h mit dem Turbo-Modus. Sonst fährt das Ding ja 60 vorwärts, rückwärts, ne? Ja, zwei Schuss Autoloader. Premium-Panzer ist das, der Franzosen. Ne? Achter Light. Naja, wie gesagt, Munitionsverteilung 32 mal standardmäßig APCR dabei mit 175 Damage und 180 Durchschlag, 20 mal Heat Premium Munition dabei mit 220 Durchschlag und 4 mal HE mit 260 Damage, 75 Durchschlag. Jawohl, er klärt eine Menge auf. Immer wieder. Ja, Reloadzeit. Also im Clip 1,5 Sekunden, Aimzeit 2 Sekunden und Nachladezeit. Sehen wir gleich, wie es bei ihm ist. Ich habe es ja extra nicht aufgeschrieben. 9 Grad kriegt die Kanone da unten. Hat er natürlich vom Morast vom Gegner schon mal 328 gedrückt gekriegt. Ja, Zugpartner hier, der Unterstrich Exemi mit dem Progetto 46 und der Ted Gein is back, wie gesagt, auch mit dem Progetto 46. Habe ich schon gesagt, kleines Medkit, kleines Redkit und starker Kaffee als Ration? Ich glaube nicht. Aber jetzt. Und dann haben wir eine Mission auch am Start hier. Das ist leichter Panzer 4. Ein erzwungener Halt in Richtung Objekt 260. So. 0 zu 0 steht es noch. Ein Wahnsinn. Da sind andere Gefechte schon zu Ende. Ja. Ne, 2 Minuten sind rum und nichts passiert. Bisschen Unterstützungsschaden, ja. Fängt langsam an. Endet meistens gut. Steht er hier die im warum steht er jetzt hier in dem Busch in der Base? Ganz einfach, weil genau bisschen auf die Base aufpassen und Gegner aufklären, die aus dem Silberwald kommen, weil das ganze Team hat sich auf die westliche Seite der Map verschlagen, ne? Von E5 bis K5 und somit ist 2/3 der Karte vom Gegner besetzt, so ungefähr. Tja, was soll er da alleine in Silberwald fahren? In den sogenannten. Und klärt dann lieber hier die Gegner auf. So, die IS-3. Auch ein interessanter Weg durch den Silberwald. Oh, kriegt schön am Weg rein. Da gibt es fleißig Aufklärungsschaden. Sind wir 1269 jetzt. Und es geht weiter. Ah, Scorpion G. Ja, da würde er gerne selber drauf schießen, ne? Aber das lässt er sein. So, ELC. ELC Eve 90 hier in der Ecke auf K6. Dümpelt ihr da so rum? Ja, da gibt es fleißig Aufklärungsschaden. 0 zu 3 steht es. T-77 von unserer Seite raus, Morask raus, Jagdpanther raus. Ohne so 152 noch. 750 Damage macht die kleine Kuh. Das Flacheisen mit dicker Kanone. Ist mir gerade so eingefallen. Flacheisen mit dicker Kanone. Auch ein schöner Name. 0 zu 4. 3000 Aufklärungsschaden haben wir. IS-3 steht hier hinter. Jetzt kriegt der Besonte C45 erstmal eine Packung. Aber der Aufklärungsschaden geht nicht auf seine, sondern hier der Stritzwagen S1 und der Scorpion. Die stehen nämlich hier auf K4. Und die haben mehr Sichtweite. Komischerweise.
Irgendwie hat Wargaming da was verkehrt gemacht. Dabei steht er doch hier viel näher dran. Kurios. So, auf D1, Borast aufgegangen. Zieht sich schon wieder zurück. 13:5 steht es. Er kriegt nicht mehr Aufklärungsschaden. Wahnsinn, ne? Beziehungsweise Spotschaden. Lanzen C. So, IS-3 ist raus. Oh, und Lanzen C brennt. Er brennt. Mach's gut. 57 Hitpoints. Halb 59. Falls ihr das gehört habt, das war ja gerade mein Hund, der hat sich neben mir hingeschmissen. Wie so ein Ochse. 5:6 steht es. 4353 Aufklärungsschaden und wächst weiter. 6:6 steht es. So, wir kommen gleich bei der Hälfte des Gefechts. Der Zeit meine ich. Da viele sagen, ja, warum fährt er hier nicht rum und spottet aktiv, ne? Ah, jetzt soll er doch vorwärts fahren. Type 59. Oh, er frisst gut. Und tschüss, Type 59. Jawohl. 8:7, ein Panzer voraus. So, Hälfte ist rum. Benötige Hilfe. Ja. T-77 fährt auf ihn zu. Oh, der frisst gut. Hat er sich auch gut ausgesucht. Ja, einfach so über die Pläne fahren. Zack, raus. Der ganze T-77 weggebombt. 5837 Spotschaden. So, Scorpion geht mit... Tschüss! So, 10:8. Jetzt wird er aktiv. Jawoll. Da ist der besondere C-45. Zack, ist raus. Besten Dank. So, ISO 152, Stritzfang S1. Da ist die Lore. Auto eben drauf, erster Schuss, ein Schuss rein. Wenigstens 170 Damage. Ich weiß, die Autos sind eigentlich dafür da, dass sie rumdüsen und aufklären. Aber was sollt ihr denn machen? Das ganze Team hatte sich auf die westliche Seite geschlagen. So, zwei Granaten erstmal in die ISOs gepumpt. Unterstrich Exami ist wieder raus. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Und der Ted ging jetzt back in einen Kill. Wir werden es ja in den Stats sehen. So, da ist Schrittzwang 1, S1, Borask. Jawohl. Aber den Kill hat er nicht bekommen. Und da gibt es noch ein bisschen Aufklärungsschaden für den Schrittzwang S1. Und zack, das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, wir kommen zu den Stats, ja. Und ich düse im Sauseschritt und bringe die Granaten mit, oder was? Ja, am Ende ist er nur gedüst, nicht am Anfang. Ne?
Aber das macht nichts. Ja, und Überschrift ist EBA-Freund, ne? Weil der Ted Guinness Becker das hochgeladen. Deswegen werde ich auch dieses Video für in den Ordner packen von Ted Guinness Beck. Ne? Werde ich das mit reinpacken. Er ist ja auch mit dabei. Ja, und dann haben wir hier zweiter Klasse Speer und 243.823 Credits. XP kommen wir später dann die Scout, also die Aufklärermedaille und den Wachposten dazu. Der gemeine Teamscore, 699 Damage, 1 Kill und 1252 Basis-XP. Und dann schauen wir mal, was der Ted Guinness Becker hat. Der hat 3402 Damage, 2 Kills und 979 Basis-XP. Schauen wir mal. Ja, okay, gab es nichts Größeres, nur kleineres Zeug. Und dann haben wir hier ist er, ne, Exemi. Der hat 1225 Damage, 0 Kills und 506 Basis-XP. Gehen wir in den Report rein von dem Düse-Moped hier. Und zwar 6-mal geschossen, 5-mal getroffen, 5-mal durchschlagen. Damage haben wir schon dabei. Und dann gibt es hier Aufklärungsunterstützungsschaden 8175. Das macht einen kombinierten Schaden von, habe ich das überhaupt aufgeschrieben? Nö, habe ich nicht. Ich nehme nur diesen Schaden und dann eben noch seine 700 dazu, sind es eben 8874. Ganz einfach, ne? Ja, Distanz ist auf 4,38, also 4,4 Kilometer gefahren. Dafür gab es 87.864 Credits. Dann persönlicher Reservenbonus 65.898 Credits dazu. Dann Battlebonus 32.949 Credits. Macht 243.823 abzüglich. Repair, Munition und Rationen bleiben 218.681 Credits über. Na, das kann man mal so mitnehmen, ne? Das Ganze in 9 Minuten 45, dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Dann gibt es hier persönlichen Reservenbonus, die freie Erfahrung, 285 noch dazu. Dann Bonus für Premium-Fahrzeug ist das ja 188 XP und Platoon-Bonus 282 XP, macht 4226 XP und 475 freie Erfahrung. Ja, schöne Runde mit dem Düse-Moped, ne? Freut mich, dass ich hier ein Replay von Alma Kohn direkt hatte. Ja gut, Ted Guinness Beck ist ja auch mit dabei und der Kumpel hier, Exemi, ist ja auch dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.